Hi, willkommen zurück zu Limitless. Heute machen wir es Besonderes, denn heute bauen wir diesen Raum mal weiter aus, weil viele haben sich gewünscht, weil ich manche Sachen halt immer im Livestream mache, auch mal in der Folge das zu sehen, obwohl ich halt immer eine Zusammenfassung mache. Aber kein Ding, deswegen bewerte den Part und viel Spaß! Im Übrigen, wer auch ein bisschen mehr Mod-Verständnis haben möchte, den kann ich dieses wunderschöne Buch von Castcraft an mir ans Herz legen. Link dazu in der Videobeschreibung und es lohnt sich, kann ich nur sagen. So, wir sind hier angekommen. Ich habe hier die Krabby an. Ich musste da noch ein paar Sachen dran machen, weil da wurden irgendwie auf einmal 8 Millionen Edelsteine gefunden. Die werden jetzt auch ins System gepumpt und ich glaube, wir brauchen bald neue Disketten, aber dazu später mehr. Heute, wie gesagt, wollten wir das hier mal ein bisschen machen. Zum einen möchte ich gerne die Autocrafting-Anlage erweitern. Das läuft auch gerade schon. Läuft gar nicht, ne? Nein, ich habe die falschen Sachen gebaut. Oh nein, egal. ich habe Molecular Assembler gebaut. Wir brauchen Pattern Provider. Und zwar genauso viele, wie viele Dinger ich gerade gebaut habe, nämlich 70 Stück. Kleine Info, die Anlage, so wie ich sie aufbaue, ist sie eigentlich relativ langsam. Im Normalfall geht man her und macht um einen Pattern Provider 4 von diesen Molecular Assemblern. Machen wir diesmal andersrum. Wir machen 4 von diesen Dingern um die Molecular Assembler. Hört sich da weird an. Aber das sind ja unsere Crafting-Jungs. Ihr seht gerade, die craften hier durch. Und zwar richtig hart. So, und die müssen wir jetzt allerdings noch verkabeln. Und zum einen müssen wir einen neuen Tunnel setzen. Das ist Tunnel AF9C, kann man am oberen Bildschirmrand sehen, da. Weil den müssen wir, glaube ich, einmal neu setzen. Und wir brauchen mehr Tunnel, glaube ich. Tunnel. Ah, guck mal, 70 Stück sind fertig, perfekt. Tunnel haben wir hier noch am Start, 7 Stück könnte eng werden. Ich mache nochmal 10 Stück weiter. Und dann suchen wir den AF7, scheiß, schon wer vergessen. warte, Controller brauchen wir auch noch. Die Frage ist, wie viele Controller brauchen wir? 1, 2, 3. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mal 1, 2, 3, 4, 5, 7 mal 5, 35, 38 Controller. Einer wird schon gebaut, 37. Läuft bei uns. Okay, die werden gebaut. Dann brauchen wir noch Tunnel und wir brauchen noch andere Cable. Und zwar diese dünnen. Ich finde das so geil, dass es hier oben einfach hängen bleibt. Ah ja, ich habe ja gerade auch Werbung fürs Buch gemacht. Ganz kurz nochmal. Viele werden sich vielleicht wundern. Das ist die Version 1.12.2. Meiner Meinung nach die beste und stabilste Modifikationsversion. Warum? Relativ easy, die ist nicht so oft abgestürzt, dafür gab es die meisten Mods und es lief einfach wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie ich mich daran erinnern kann. Das Time Mod Pack lief quasi auf 1.12.2 und auch so Sachen wie NIO, Draconic Evolution, das war halt alles noch richtig geil da an der Stelle. Und zudem, wenn er da quasi lernt, wie Modpacks funktionieren, wie er am besten spielt. Das ist so quasi von Grund auf. Dann könnt ihr auch die anderen benutzen. Nur ich wollte es nochmal vorweg sagen, weil manche fühlen sich dann, oder es gab mal dem alten Buch auch Kommentare von wegen, hey, das ist ja voll die alte Minecraft-Version und bringt ja gar nichts und macht gar keinen Spaß. Und das ist halt absoluter Quatsch. Der Kern ist fertig. Warte, wie war das? 4F, bla, irgendwas Tunnel? Weil ich wollte das Kabel nochmal neu setzen. Deswegen muss man den Tunnel nochmal neu setzen. AF9C. Warte, wir müssen den Tunnel AF9C finden. Da, AF9C, das ist der oberste. War, glaube ich, auch der erste, den wir gesetzt haben, oder? Den werden wir jetzt einmal löschen. Top. Jetzt werden wir da einen neuen Tunnel dran setzen. Und wir werden jetzt hier auch schon mal ein paar Tunnel dran setzen. Die natürlich noch nicht belegt sind, aber dann haben wir die Dinger schon mal hängen. Ach ja, oh, das hatte ich schon mal verdrängt, ne? Wir haben ja die letzten Folgen diese Foto voll irgendwas fertig gemacht, ne? Deswegen habe ich die auch im Inventar. Und die funktionieren nicht mehr so. Ich habe die hier hingebaut, weil ich dachte, jetzt geht's ab. Auch eine Folge aufgenommen. Pack alle Sachen rein und die funktionieren anders als bei Mega zum Beispiel. Vorher konnte man die hier reinmachen und in der Geschwindigkeit sind die gewachsen und man hatte Essenz. Dafür gab es ja dann auch noch diesen Cycling-Processing, weil normalerweise wurde der Seed auch rausgedrückt. Und hier ist das Problem jetzt, die Seeds werden verbraucht. Also die Seeds sind einfach weg. Im Normalfall bleiben die drin und hier kommt die ganze Zeit Essenz raus. Wurde wahrscheinlich extra gemacht, damit man da nicht 8 Millionen Essenz machen kann. Aber hat Spaß gemacht. Wir haben jetzt einige Tunnel am Start und wir werden schon mal einen mitnehmen. Und zwar den hier. Warte, den wir gerade kaputt gemacht haben, ist der. Wir verlinken jetzt wieder. Brauchen wir nicht so viele Kanäle. Ich weiß, klingt jetzt für den einen oder anderen mega kompliziert. Aber wenn die anderen Folgen vielleicht gesehen hatte, der weiß vielleicht, was wir hier tun. Vielleicht auch nicht. Wir werden da oben drauf jetzt ja einige mehr haben. Das heißt, 5 Stück pro Anschluss. Wir müssen dann, glaube ich, relativ viele Kabel rausführen. Also einmal das rote. So, das rote Kabel haben wir dann schon mal draußen. Das geht dann bis hier. Können wir den auch schon mal draufsetzen. Ist noch nicht verbunden, aber zumindest haben wir jetzt den einen Tunnel, den wir weggekloppt haben, wieder dran. Dann das gelbe. 20, 30. Das Ding ist, da sind immer 5 Kanäle hinter. Hätte man anders aufteilen müssen, dann wäre das besser gewesen. Oh, was mache ich denn? 30. Dann hier vorne wieder. Vorne nehmen wir grün oder so, ne? Und das finde ich ja beim ME-System so cool. Das, was man jetzt hier gerade sieht und macht, das finde ich, macht voll Bock.
Also klar, für den einen oder anderen wahrscheinlich, was tut er da so nach dem Motto? Aber ich finde eigentlich geil. Und jetzt ist ein bisschen Verschwendung, weil wir jetzt ein dickes Kabel legen müssen, nur für den einen Kanal. Oder für die 5 Kanäle, besser gesagt. Die da oben dran stecken. Aber sonst passt das nicht. Also jedes Kabel kann 32 Kanäle haben. Obendrauf sind immer 5 Pattern Provider. 5 Pattern Provider sind 5 Kanäle. Deswegen 5, 10, 15, 20. Ne, 5? Ne, hä? Doch. 15, 15, 20, 25. Ach, warte mal, dann kann ich dir ja dort noch anschließen. Irgendwas fehlt hier doch. Oder sind oben 6? Absolut verwirrter. Da müssten dann 6 sein. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, sind 6. Okay, deswegen hatte ich das gemacht. Okay, okay. Weil 5 mal 6. Sind ja 30. Und dann könnte man nicht noch so eine Reihe anschließen, weil dann wären es zu viele. So, und jetzt müssen wir die wieder vertunneln. Vielleicht versteht man jetzt Tunnel mehr. Im regulären Fall müsste ich jetzt 5 Kabel oder die 5 Kabel direkt an den Kern anschließen. Durch dieses Tunnelprinzip kann ich das so machen wie jetzt. Jetzt müssen wir die nur noch mit dem Hauptding verbinden. Und dafür nehmen wir ja dieses Kürn-ME-Kabel. Alle verbunden. Und wir haben vier Kanäle verbraucht. Und haben auf der anderen Seite aber, ich weiß gar nicht, 70 oder noch mehr. Und so haben wir jetzt quasi 4 Kabel über 1 gelegt. Sehr gut. So, und jetzt kommen die Dinger da dran. Ist nicht die effizienteste, ist ein sehr uneffizienter Aufbau, wenn man so möchte. Aber wir sind hier nicht beim Mega, aber das sollte auch vollkommen reichen hier gerade. Falls wir nochmal eine etwas größere, schnellere Anlage für Monsterrezepte brauchen, können wir die nochmal separat in einem extra Raum bauen. So, oder wir machen dazwischen noch Molecular Assembler. Das könnte man noch machen. Das wäre krass. So, und das ist passiert dadurch, dass wir das angeschlossen haben. Wir haben jetzt Platz für mehr Rezepte. Hier, wir haben jetzt 44 Molecular Assembler an... Dinger gedönst. Ja, warte mal, hä? Das ist klar. Aber wo ist denn der Rest? Oh, wunder, manche sind noch nicht online. Ich mache das jetzt nochmal. Also irgendwo ist jetzt gerade ein Wurm drin. Da sind 6. Oh, ich glaube, ich weiß warum. Ich glaube, es funktioniert so nicht. Weil er hat sich jetzt auch mehr Kanäle geholt, als er haben sollte. Ich glaube, die... Ah ja, klar, die ziehen durch die Molecular Assembler sich irgendwo die Kanäle her, ne? Ah, das ist jetzt natürlich nicht so cool. Das heißt, wir müssen es doch anders aufbauen. Das ist aber gemein jetzt. Okay, ich baue nochmal kurz um. Da sind es jetzt wieder. Die Rezepte habe ich vermisst. Das waren die Rezepte, die wir drin haben. Ich habe aber vergessen, das Problem ist beim ME-System, mal angenommen... Wir verbinden alles so im Cube zusammen. Dann gehen die Kabel rein und nehmen sich die Kanäle, die sie gerade haben wollen. Und deswegen kam da so gerade so ein Durcheinander. Und deswegen haben die Kabel sich nicht quasi... deswegen war das eine Kabel mit 0, das andere hatte dann 32, obwohl ja eigentlich nur 30 angeschlossen waren. Auch hier sind noch Frame-Dinger. So, ich habe das jetzt so gemacht. Rot geht da dran, gelb geht da dran und grün geht da dran. Ich habe das jetzt nicht nochmal mit so Pattern Provider verbunden, weil sonst hätten wir wieder ein Problem gehabt. Aber dadurch haben wir jetzt hier wieder ein bisschen mehr Platz. Da können wir jetzt noch ein paar Sachen hinbauen. Also ein paar Molecular Assembler. Die haben wir eh zu viele gebaut. Aber diese Pattern Provider brauchen wir auch nochmal, ich glaube, 4, oder? Pattern Provider, ich mach mal 10. Dann noch die Iron Blöcke. Da müssen wir langsam mal wieder auf... Ah, ne, die können wir auch bauen, ne? Ich wollte gerade sagen, wir müssen mal langsam wieder auf die anderen Planeten, um die zu holen. Aber ist ja gar nicht so. 5, 6. Dann können wir hier oben die Blöcke reindrücken. Ich weiß gar nicht, Beleuchtung war da jetzt, glaube ich, noch nicht drin, ne? Und hier in der Mitte die Molecular Assembler. Da brauchen wir jetzt aber Accelerationskarten. 11 Stück sind ein bisschen wenig, mach mal 100. Dann Kabel können alle rein, die brauchen wir nicht mehr. Den Belt of Leviation kann auch weg. Den Schlüssel nehmen wir mit. Warte, 12 mal 5. Reicht. Damit die auch schnell craften können und nicht hier so mega lang. Also die sind sonst super langsam, ne? Darf man nicht vergessen. So, das dazu. Das heißt, das ist auch fertig. Jetzt brauchen wir Decke. Die Decke kriegt wahrscheinlich noch das ein oder andere Designstück. Oder da wird noch ein bisschen umgebaut nachher. Warum liegen die da über Frames rum? Schon weil die alle weggeploppt sind. So, das ist dann okay. Wie zum Beispiel da jetzt die Ecke da hinten. Oh, ich bin leer. Ja, so sieht die Decke echt schlimm aus, ne? Also das kann man auf keinen Fall lassen. Da ist ein Fehler drin, wie wir sehen. Aber warum ist denn da jetzt schon wieder ein Fehler drin? Glaube, ich habe das falsche Gravel-Rezept abgespeichert. Deswegen müssen wir jetzt hier nochmal durchscrollen. Das ist viel zu klein, ne? Eigentlich müsste das so voll riesig sein, damit wir alles sehen können. Vielleicht habe ich auch einfach zu viele. Also das System sagt mir, das Rezept ist da, aber es ist gar nicht da. Was machen wir denn jetzt? Oder bin ich schon dreimal dran vorbeigefahren? Ich werde es mal suchen. Ah, Fehler gefunden. Jetzt haben wir aber. Alter, heute ist wieder der Wurm drin. 1000 Stück bitte. Und er macht. So. Ich hatte noch einen Fehler gemacht. Und zwar hier drunter. Ich hatte vergessen, dass man das so aufbauen muss, dass alle gleich weit entfernt sind von dem Punkt, der dann zum ME-System geht.
Wenn man das hier dran macht, dann verteilen sich die Kanäle wieder so merkwürdig. Also man muss es halt genau in der Mitte setzen, dass jedes Teil 6 Kanäle hat, wie man oben jetzt auch sehen kann. Weil wenn man es andersrum dran baut, dann wird es wieder schwierig. Also eigentlich mag ich das MW-System, weil es halt nur ein bisschen schwierig. Und nein, wir haben White Concrete Powder gemacht. Ich wollte doch 1000 Concrete haben. Was ist denn da los? So, 1000 Concrete für die Decke und da müssen halt noch ein paar Design-Sachen rein. Die kann so nicht bleiben. Und wir sollten, ist mir auch aufgefallen, wir sollten viel mehr ME-Systeme einbauen. Also Zugriffe oder wir machen mal nächstes Mal die Wireless-Anlage, weil man rennt halt immer hier hin, ne? Das ist halt immer super nervig. Also nicht immer, aber meistens. Und vielleicht sollten wir auch unsere elektrischen Jetpacks nehmen. Die würden sich ja auch immer einigermaßen aufladen. Gleich ist nämlich das Jetpack leer. Als ob. Ich glaube, ich kann den Warn Outrek wegschmeißen. Wie viel sind da noch drauf? Ah ne, 46. Geht sogar noch. Cool. So. Da fehlt noch einer. Concrete. Holen wir auch nochmal ein paar mehr raus und wir machen direkt mal den Boden drüben fertig. Da gab es ja ein Mod-Problem, sodass irgendwas nicht richtig geladen wurde und dann ist das Spiel immer zusammengebrochen. So ein Block-Render-Problem. Ich habe diesen Block auch nie mehr wieder ausgepackt. Vor dem hatte ich dann Angst. Ah ne, warte mal, hier kommt ja eh noch die Wand hin, ne? So, das ist ja noch Wand. Das ist soweit klar. Ja, und schon haben wir den nächsten Raum ready. Nice, wir müssen mal hier ein bisschen aufräumen. Ich glaube, der Strand ist doch voll mit Kram. Okay, wir haben jetzt diesen Raum fertig. Also nicht fertig, der ist noch sehr, sehr basic. Die Ecke ist auf jeden Fall schon fertig, da kommen nur noch Tunnel dran. Wir haben mehr Rezepte oder wir können mehr Rezepte speichern. Und ihr wisst, was mit der Maschine passiert ist, mit den Pythogenen so. Tschüss!